So, Till, wo bist du da gerade dran? Ich bin gerade an einem CLA 45S zugange, Ja. den man unschwer erkennen kann. Sehr schönes Auto. Der Ja. Kunde ist sehr zufrieden mit dem Wagen, den hat er auch erst seit kurzem. Ja, jetzt kriege ich ein paar schöne schwarze Spots foliert. Also eigentlich war ja, glaube ich, geplant, dass wir hier sogar die Flap sozusagen drüber kleben, aber der Lieferant hat leider ein bisschen verkackt diesmal. Also der Kunde, der hat einmal, ja wie du schon sagst, Flaps, so Aerodynamikpaket nennt sich das, was er bestellt hat. Da kommt einmal, warte, das kann ich ja besser auf der anderen Seite zeigen. Hier kommt so ein Streifen dran Ja. und hier kommt auch noch einer dran. Ja. Und dann hat er hierfür extra Blenden gekauft, die man einfach nur hier reinsetzt, fertig ist es. Ja. Und das Problem ist, das können wir gleich auch mal den Leuten zeigen. Normalerweise, wie gesagt, werden die so hier reingesetzt. Ja. Ganz einfach Plug and Play eigentlich, aber Genau. Aber der Lieferant, der hat echt hardcore verkackt. Ich weiß nicht, sieht man das? ja, man sieht's. Das sieht einfach aus wie foliert, weil er so scheiße lackiert hat einfach. Ja, hier ist richtiger Farbläufer drin. Also, Ja. guck mal, hier ist auch schon der Lack voll abgeplatzt dadurch. Ja, ist kacke. Und deswegen folierst du das jetzt, ne? Genau, deswegen poliere ich das jetzt. Wäre das jetzt so eine Stelle wie hier hinten so, ich glaube, wäre den Kunden das gar nicht mal so, hätte das gar nicht mal so schlimm gefunden, aber das ist ja genau die Seite, die hier vorne so schön rausguckt. Ja, Ja, und sobald hier Licht drauf fällt, dann siehst du das natürlich halt ja. extrem. Ne? Das ist eklig. Ja, jetzt müssen wir das folieren. Den Streifen habe ich schon fertig foliert in schwarz. Vorher war der weiß. Sieht aus wie vom Werk aus. Also hättest du es mir jetzt gar nicht gesagt, wüsste ich gar nicht, dass es foliert ist. Und dann halt, wie gesagt, sämtliche Teile am Auto, die jetzt mittlerweile schon schwarz sind, waren halt vorher weiß. Also ich zeige das den Leuten mal kurz. Zum Beispiel hier die Schweller. Die waren vorher auch in weiß. Die hat der Till jetzt foliert. Gibt es noch irgendwas? Die Außenspiegel, die wurden foliert in schwarz. Okay, der Till sagt mir gerade auch, die Außenspiegel wurden foliert. Der mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, weil es halt einfach so gut aussieht. Ja, dann die Chromleisten, die er am Fensterrahmen hat, die waren vorher chrom, ja, jetzt sind sie schwarz. Dann eine Scheibentönung hat er noch bekommen. Den Spoiler, den er oben auf dem Dach hatte, wurde noch foliert. Und Ja. das Dach, was oben drauf ist, wurde auch noch schwarz foliert. So Leute, also wir sind hier noch am Gange, wie gesagt. Der Till macht hier gerade alles fertig. Und dann zeigen wir euch gleich das Endergebnis. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, Till, was Ach du da gleich so, zauberst. der hat noch was Schönes gekriegt, so ein kleines Highlight, das hat der Kunde auch mitgebracht. Was denn? Also erstmal diese Ausstattung, die da drin hat, ist geisteskrank, habe ich noch nie gesehen bei einem CLA. Also ja, füll mal rein. Bin ich gespannt. Boah, in Rot. Lass mich raten. Ich überlege, was der jetzt hier hat, okay? Okay, überleg, was ich hier eingebaut habe. Ist nur eine Kleinigkeit gewesen. Also, entweder bin ich gerade komplett doof oder es ist die Leiste hier. Ja, genau, die Leiste. Das sieht sehr geil aus. Das ist dieses Original von Mercedes AMG. Also keine gefälschte oder sonst irgendwas, die der Kunde besorgt hat. Ja, damit kam er hier an und sagte: Yo, guck mal, ich habe mir die gekauft. Kannst du die vielleicht einbauen? Das sieht sehr geil aus. Habe ich aber auch so noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, also ich habe schon ein, zwei Autos gesehen, die diese Leiste haben. Ich weiß nicht, ob die vom Werk aus so waren oder ob die nachgerüstet worden sind, wenn ich ehrlich bin. Ist bestimmt ein AMG Performance-Teil, ne? Also Das halt so kann sein, nachträglich, ja. dass man dann einbauen kann. Das kann sein, ja. Aber die Leisten, die sind auch momentan im Angebot. Ich habe geguckt bei Kunstmann. Ja, da sind sie im Angebot. Also Leute, schnappt zu und kommt zu uns und wir bauen euch das Ganze professionell ein. Ja, guck mal, willst du mal die alte nochmal sehen? Wir können uns dann auch noch mal kurz anschauen. Hier, siehste, Mercedes-Benz, hör mal. Das ist ein himmelweiter Unterschied, Ja, auf jeden Fall. den du hier siehst. Ne, ich finde auf jeden Fall auch das neue jetzt viel, viel schöner. Es sieht viel, viel sportlicher aus. Ja, zumal die alte, die ist schon voll zerkratzt, die hat voll viele Macken. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft, an so einer Stelle Macken Ja, wie reinzukriegen. kommt man da überhaupt dran? Ja. Okay, Till, dann würde ich dich nicht weiter stören bei deiner Arbeit und dann zeigen wir den Leuten gleich das Endergebnis. Mahlzeit, Autronics hier. Hi, und zwar dein Auto wäre jetzt soweit eigentlich fertig. So, wir sind jetzt durch mit dem Wagen, Till. Jawohl. Ich habe noch eine kurze Frage. Warum hast du die Folie hier vorne wieder abgezogen? Ach so, ja, ganz einfach. Der Kunde, der hat gerade angerufen, der meinte so, yo, lass die Folie doch sein. Der hat jetzt neue Blenden bestellt. Also sprich, die nochmal neu, weil man sieht ja immer noch sehr schön in dem Farbverlauf hier drin. Ja.
Ja, das heißt, die Arbeit war zwar umsonst, aber dafür wird das Endergebnis, wenn der Kunde die neuen Teile jetzt hat, auf jeden Fall viel besser als jetzt. Auf jeden Fall, weil, guck mal, wir können ja mal, warte mal, ich hole mal das andere Stück. So, der ist ja gut, also da sitzt die Farbe bombastisch drauf. Ja, und guck mal, so soll es eigentlich aussehen, wenn es fertig ist, ne? So das sieht ja auch... schwarzen Akzenten, ne? Schau mal, das sieht richtig geil aus. Was wir den Leuten jetzt noch nicht erwähnt haben, die Splitter hast du jetzt auch noch mal dran gemacht. Genau. War auch ein bisschen Arbeit. Aber ja, das war ein Akt, der nicht gerade schön war, sagen wir mal so, ne? Auf jeden Fall hat sich das aber gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der sieht jetzt von vorne aus, wenn man den jetzt so auf der Bühne sieht und von der Ecke hier so betrachtet, finde ich, hat er so ein bisschen AMG GT-Vibes. Ja, auf jeden Fall. So ja. mit dem schwarzen, mit der schwarzen Blende hier dran. Definitiv, das sieht sehr brachial aus. Oder was sagt ihr dazu, Leute? Also schreibt mal in die Kommentare. Ich finde aus der Ecke hier, wenn man hier so drauf guckt und man sieht den Rest des Wagens nicht, sondern nur den Bereich hier wirklich, finde ich, sieht das echt aus wie so ein AMG GT, ne? Ja. Vor allem auch hier mit diesen ganzen schwarzen Akzenten. Hat was auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, zeigen wir jetzt einmal alles. Wir lassen den Wagen mal runter. Okay, fangen wir an. Ja, wie ihr seht, hier vorne die ganze Schnauze hat er bekommen neu. Hier foliert, hier kommen Lenden drauf. Die hat der Kunde jetzt ja nachbestellt, haben wir ja schon tausendmal erwähnt in dem Video. Dann die schönen Aerodynamik-Flaps an den Seiten. Ja, was denn noch? Die Außenspiegel in schwarz foliert, Hochglanz, wird natürlich jetzt gleich noch einmal sauber gemacht, der Wagen. Hier unten den Seitenschweller, so einen schwarzen Streifen rein. Die Scheiben sind in schwarz getönt worden, deswegen sind die Türen auch auf. Da die Folie ein bisschen ziehen muss, bis sie sich richtig fixiert. Weil wenn jetzt ständig Fenster hoch und runter geht, kann es sein, dass die Folie sich löst. Ist ja normal. Aber jetzt kann man so langsam die Türen wieder komplett vernünftig zumachen. Und die Fensterscheiben bedienen. Die schwarzen Leisten, die waren vorher chrom. Die sind jetzt schwarz geworden. Das Dach wurde schwarz foliert. Der Spoiler wurde schwarz foliert. Ja, und das war's eigentlich, glaube ich. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr geiles Ergebnis geworden. Was sagst du? Ich finde es auch. Also es ist quasi eigentlich nicht viel, was er bekommen hat, aber die Sachen, die er bekommen hat, die machen halt sehr viel aus mit dem Wagen. Ne? Auf jeden Fall. Ist halt dezent, aber sieht schon mal geil aus. Ja. Du kannst ja mal, ich habe noch Fotos auf dem Handy, wie der Wagen vorher aussah, komplett in weiß. Die kannst du ja mal mit einblenden. Mhm. Auch so von hinten so und dann sieht man halt einen sehr krassen Unterschied. Ne? Also ich finde, der Wagen sieht aus wie ein neuer Wagen. So. Definitiv. Sieht viel, viel sportlicher aus und viel mehr AMG-mäßig. Auf jeden Fall. Dazu kommt noch halt die Leiste. Die haben wir ja schon gezeigt gehabt, die innen drin ist. Ja, im Ganzen hoffe ich mal, dass der Kunde sich freut.